viel Spaß auf das nächste Video. Ja, nee, ist klar. Nein, also viel Spaß noch und bis zum nächsten Video. So, natürlich. So, egal. Wir sind jetzt in meiner persönlichen ersten Gegenwart angekommen. Ja! Ab jetzt gibt es die Version, die ich kannte. Und da hat sich im Vergleich zu der Version 0.4.0 tatsächlich schon einiges getan. Wollen wir gar nicht lange rumschwafeln, sondern wir gucken uns einfach mal die Unterschiede direkt per Hand an. Am besten machen wir das so, indem wir erstmal direkt die Spieleordner vergleichen. Ne? Ich meine, wir sehen ja hier, das gab es damals. Also das ganze interne Stuff, dann gab es halt Türen und Steine, sage ich gerade schon. Also Treppen und Platten und so. Aber das ist natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, denn was fehlt noch alles? Digga, es gibt heutzutage noch so viel mehr. Es gibt zum Beispiel Blumen. Es gibt Boote. Ne? Die Sachen mussten ja auch irgendwann erfunden werden. Und das war die Zeit von MyTest Version 0.4.10. Da sieht man schon, es hat sich einiges verändert. Es gibt jetzt Boote. Das heißt, ab jetzt konnte man auch tatsächlich übers Wasser fahren. Es gab Knochen, wenn man gestorben ist. Diese kleinen schwarzen Kästchen. Es gab zum ersten Mal ein, naja, also ein besonderes Menü für den Creative-Modus. Modus, klar. Für den Creative-Modus. Dann gab es natürlich, ne, klassisch die Türen, die gab es auch schon davor. Aber es gab endlich Wolle, die man einfärben konnte. Wolle an sich konnte man damals aber nur durch Dschungel bekommen, also durch Dschungelgras. Und durch Wolle. Also Quatsch, ja, Wolle bekommen wir durch Wolle, klar. Nee, durch Baumwollpflanzen. Dafür gab es endlich diese Farming Mod. Das heißt, ab jetzt konnte man, ne, kommt dann auch gleich zu sehen. Ab jetzt gibt es Blumen, Gras und mit dem Gras kann man den Grassamen ernten, also dieses komische, dieses Weed. Und damit dann halt Getreide anpflanzen. Ansonsten gab es so eine kleineren Sachen wie den Schraubendreher, mit dem man halt Sachen machen konnte, die man halt, also Sachen halt rotieren konnte. Stairs gab es schon davor. TNT kam hinzu, was ich persönlich eher weniger genutzt habe. Ja, vielleicht die eine oder andere, der ein bisschen moderneren Bergbau betreiben wollte und damit dann ein paar Steine wegsprengen wollte oder so, keine Ahnung. Und was halt noch da modernerweise dazu kam, waren diese Fensterscheiben. Das gab's auch noch. Ja, ansonsten gab es halt, wie gesagt, so per interne Sachen. Zum Beispiel, dass man jetzt einen Homepunkt setzen konnte. Es gab auch einen Spawn-Befehl. Aber das sind alles so interne Sachen, auf die möchte ich mich jetzt nicht primär konzentrieren. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal rein. So, erstmal vorneweg, man sieht schon, dass hier, wie gesagt, ne, MyTest Version 0.4.10 ist die erste Version, mit der ich richtig aktiv massiv gespielt habe. Von 0.3.1 habe ich ja damals so ein bisschen rumexperimentiert und es war's denn, weil ich habe relativ schnell gemerkt, dass es die Version 0.4 bereits gab. Und das sind tatsächlich die drei Welten, die ich damals gespielt habe, die ich damals erstellt hatte. Und ja, meine Weltnamen waren damals noch sehr einfach. Eine Welt hieß bei mir einfach World. Macht irgendwo auch Sinn, denkt man jetzt vielleicht, aber normalerweise nennt man ja vielleicht eine Welt sowas wie Hyper Dream 3000 XP Plus oder sowas. Ja, ich war damals eher so ein bisschen einfacher gestrickt, heißt also meine erste Welt, meine zweite Welt und, wer kann es erahnen, meine Textwelt, wo man Texte schreiben kann. Spaß. Nein, die Welt, wo ich halt ein bisschen rumexperimentiert habe. Tatsächlich war das aber die Welt, wo ich sogar am meisten gebaut habe, glaube. Wir gucken einfach mal rein. Und zwar, ja, genau. Das war die Welt, man merkt oberirdisch direkt eine der optisch gesehen größten Änderungen. Blumen!
Holy shit. Und Gras. Wobei man das Gras optisch gesehen nicht so direkt gesehen hat, weil Gras halt genau den gleichen Grünton hatte, wie das Gras, was direkt auf den Blöcken war. Ja, ich hatte damals ein bisschen andere Wertvorstellungen von Fackeln. Die stehen bei mir eher so in Reihe und Glied. So, ansonsten, wie gesagt, kam halt Blumen dazu. Damals auch noch nicht so durchmischt. Das heißt, normalerweise war es damals so, man hatte halt irgendwo eine gelbe Blume. Die Blumen haben sich aber auch schon ausgebreitet. Das heißt, es gab dann auf einmal ganz viele gelbe Blumen am einen Fleck. Dann war da hinten irgendwo zwei blaue Blumen. Deswegen kamen dann irgendwann hier ganz viele blaue Blumen. Da hinten waren dann irgendwo rote Blumen. Deswegen gab es hier ganz viele rote Blumen. Hier hinten gab es ein paar lilane Blumen. Also gibt es jetzt hier ganz viele lilane Blumen. Und dadurch kam halt das, dass diese Flecken sich gebildet haben. Ne? Da hinten so alles blau, hier alles rot, da alles gelb. Und das war halt so typisch für diese Version, dass die Blumen wirklich so extrem durchmischt waren. Das gab es erst viel später. Das heißt, es gab damals schon Blumen, aber sie waren noch nicht so schön bunt, wie man es von heute kennt. So, damals meine Bautechnik, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, war ein bisschen sehr seltsam. Ich habe halt Schächte gebaut. Man sieht schon, ich hatte damals schon Diamant. Ich habe ganz lange Schächte gebaut. Und wenn ich Mineral gefunden hatte, jetzt bitte nicht erschrecken, ja? Wenn ich Mineral gefunden habe, dann habe ich mir, ich weiß nicht warum, aber ich war damals so der Bergbauer, ich habe immer riesige, wirklich riesige Löcher, die wirklich perfekt quadratisch waren, in den Boden gebaut. Das sah dann ungefähr so aus. Und nein, das war nicht World Edit. Ich hatte damals noch keine Mods. Ich habe damals komplett ohne Mods gespielt. Das war komplett per Hand gemacht. Und wenn ich jetzt hier so einen Block gebaut hatte und er gemerkt hat, okay, hier ging es weiter mit Ressourcen, habe ich den nächsten Block gebaut. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, hier gab es keine Ressourcen mehr. Also habe ich einfach einen Gang gebaut, der wieder ein bisschen weiter ging. Bis ich gemerkt habe, gut, hier war eine Höhle. Dann kam mir irgendwann die Idee, okay, ich könnte auch runterbauen. Dann habe ich Lava gefunden zum ersten Mal in meinem Leben. Da war ich richtig erstaunt. Da war ich so unbedingt, da war ich so ungefähr wie so ein kleines Kind, so, oh, Lava, oh mein Gott. Ja, dann habe ich wieder so runtergebaut, noch mehr Lava gefunden. Alter, ich kenne die Welt jetzt noch so, wie als wenn ich damit erst gestern gespielt hätte. Das ist so traumatisierend. Da habe ich mich noch weiter runtergebaut. Ich krieg gerade Schaden. Warum tue ich das? Na gut, ist ja eh nur eine Kopie. Die originale Datei ist natürlich auf meinem Backup. Das heißt, das hier ist nur eine Testkopie von meiner alten Welt. Meine originale Welt ist Kulturgut. So, und hier kam dann meine Aktion, wo ich richtig aktiv gebaut habe, wie so ein kleiner Weltmeister. Hier habe ich dann riesige Höhle gebaut. Ich hoffe, man erkennt es überhaupt. Ist gerade schon dunkel. Mit diversen Seitenhöhlen. Das war aber bloß die Eingangshöhle. Dann ging es relativ schnell hier weiter. Und hier ging es dann los mit, dass ich Diamanten gefunden hatte. Dann habe ich hier Mese gefunden, also habe ich hier noch riesig weitergebaut. Man sieht eine riesige Baustruktur. Hier war noch so ein kleiner Block, den ich dann ausgebaut hatte. Der Hauptweg ging dann aber hier runter. Ne, bam, hier hatte ich dann mein Meselager. Dann habe ich hier hinten irgendwas gefunden, weswegen ich hier weitergebaut habe. Dann habe ich hier eine kleine Treppe nach oben gebaut, wie so ein Podest. Habe ich hier noch was gefunden gehabt und so weiter und so fort. Also man merkt schon, ich habe damals immer in Blöcken gebaut. Ich weiß nicht warum, hat mir aber damals unglaublich viel Spaß gemacht. Auch hier wieder komplett Block rausgeschlagen. Hier immer einen Block gebaut. Habe ich da wieder Lava gefunden. Und das hier war meine letzte Höhle. Das war die letzte Höhle, die ich aktiv gebaut hatte. In dieser Testwelt. Ne, in dieser Welt 1. Welche Welt jetzt? Egal. Auf jeden Fall in der Welt. War das meine letzte Amtshandlung. Und ja, wie gesagt, damals habe ich sehr
seltsam gebaut. Ich denke, das erkennt man relativ gut. Heutzutage würde ich so niemals mehr bauen. Einfach, weil es mir auch zu lange dauern würde. Ich habe damals für eine Höhle zum Ausbauen habe ich mindestens 2 Tage gebraucht. So viel Zeit würde ich mir heute für eine Höhle gar nicht mehr lassen. Also, da wäre ich ja bekloppt. Aber damals war das so. Ja, hier habe ich später auch noch ein bisschen weitergebaut, aber habe ich dann nicht ausgebaut. Deswegen sieht man auch die Ressourcen, sie sind hier alle noch drinne, weil ich habe zwar alles ausgeleuchtet, aber ich habe die Ressourcen nicht abgebaut. Sondern ich hätte, wenn ich jetzt die abgebaut hätten wollen, hätte ich diesen gesamten Tunnel als Riesenblock ausgegraben. Und genau dadurch entstehen nämlich auch diese riesigen Konstrukte, die hier sind. Das ist nämlich nicht einfach nur irgendwie, sondern... Wo bin ich jetzt? Hier oben muss ich hoch. Genau. Oh Gott, also ich kenne das alles noch so, wie als wenn ich die Kasse gemacht hätte. Oh, ist das geil. Warum das Ganze so extrem groß teilweise geworden ist, ist, weil hier drinne waren Höhlensysteme. Und ich habe den Block immer so groß ausgebaut, dass ich das gesamte Höhlensystem quasi abgebaut habe. Dadurch sind diese Blöcke hier entstanden. Und deswegen sind auch manche Blöcke so riesig groß geworden. Und ja, ich hatte damals noch eine sehr komische Vorstellung von Bergbau. Aber war halt so. Man muss doch dazu sagen, wie gesagt, dieser Spielstand müsste so um 2011, 2000, naja, ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie alt der Spielstand ist. Aber es ist schon ein paar viele Jahre her. Da war ich persönlich auch noch ein bisschen jünger. Wie gesagt, das war so meine komplette Anfangszeit von Mindtest. Und da wusste ich noch nicht so, wie man effizient spielt. Sagen wir es einfach mal so. Aber das Ergebnis... so. Das Ergebnis, was ich damals gehabt habe, kann sich auch sehen lassen. Weil... Und jetzt bitte nicht erschrecken. Beziehungsweise ich muss überlegen, bevor ich hier anfange, Scheiß zu erzählen. Ja, ich hatte damals... Ihr werdet gleich alle erschrecken und denken, was für ein Vollidiot ich bin. Vielleicht sollte ich das gar nicht zeigen. Vielleicht sollte ich das einfach verschweigen und für immer in meinem Kämmerlein bleiben. Ja, ich hatte damals sehr viel Langeweile. So, das ist der letzte Tunnel. Und dann ab nach Hause. So, gucken wir uns mal meine Kisten an. Ja. Noch Fragen? Ich weiß nicht warum, aber ich hatte damals diesen Drill gehabt, dass meine Kisten perfekt sein müssen. Und mit perfekt meine ich wirklich perfekt. Das heißt, ich habe so lange Diamanten gesucht, bis ich hier eine perfekte Reihe mit den Werkzeugen sauber sortiert in dem gleichen Material hatte. Jeweils eine Reihe Material und eine Reihe nach Typ. Genauso wie man sieht, mein Inventar ist genauso krank. Sauberlich sortiert nach Typ. Das heißt, ich hatte damals... Diese 4 Slots waren meine temporären Slots. Da habe ich alles das reingeknallt, was ich so... unsortierbar angesammelt hat, also Gestein und so ein Scheiß. Und am Ende einer jeden Session, also wenn ich mit dem Spiel fertig war, habe ich dafür gesorgt, dass mein Inventar wieder so wie es jetzt ist, picobello ist. Damit, wenn ich das nächste Mal gespielt habe, ich wieder ein perfektes Inventar vorgefunden habe. Okay. Ich glaube, spätestens jetzt bezeichne ich mich alle als komplett krank. Sehr schön, sehr schön. Hätten wir das auch geklärt. Und ja, die anderen Kisten sehen nicht besser aus. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Das war meine Testwelt. Dann die Welt, wo ich zum ersten Mal richtig aktiv gespielt habe.
Tada! Die Welt habe ich auch, glaube ich, schon mal gezeigt gehabt. Das war die Welt, wo ich da oben auch schon angefangen habe, ein Schloss zu bauen. Ein Projekt, das ich nie wieder fertig gemacht habe. Ne? Richtig schön mit Innenhof und hier die verschiedenen Zimmer. Hier mit Treppen. Dann hat man hier halt die nächste Etage. Auch wieder mit Zimmern. Auch wieder mit Treppen zur nächsten und dritten Etage und so weiter und so fort. Wobei das hier der Keller werden sollte. Also das hier sollte ein Kerker werden. Und dann gab es noch eine Treppe, die nach unten ging. Und das war dann der Ausgang zum Strand. Tada! Auch damals natürlich, ne? Schließbar. Achso, ja, okay. Ich bin jetzt gerade nicht Singleplayer, sondern Walker. Hier so ein richtiger Steg. Und da hinten mein Leuchtturm. Ja, der sieht sehr blockartig aus. Ich hoffe mal, der Leuchtturm, den wir jetzt bauen, in dem Creative-Server, der wird nicht so katastrophal kacke aussehen. Aber damals, ne, wie gesagt, Mods kannte ich damals noch gar nicht. Also, kannte ich schon, habe ich aber selber nie genutzt, weil ich mich da nie rangetraut habe. Weil, als ich MyTest kennengelernt habe, kannte ich persönlich Mods nur von anderen Spielen, also sowas wie, weiß nicht, GTA oder halt irgendwelche Let's Plays von Gronkh oder ähnliches. Und da hatte ich halt immer das Bild von Mods, okay, scheiße, Mods machen Spiele kaputt. Und weil mir halt mein Spiel viel zu schade dafür war, habe ich gesagt, okay, ich lasse von Mods lieber die Finger weg, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Und dementsprechend habe ich auch komplett ohne Mods gespielt. Ja, da hinten sieht man meine kleine Baumplantage und meine, sag schon, Papyrusplantage. Und ansonsten hier das neueste Gebäude, was ich gebaut hatte. Meine ersten Experimente mit Glas. Ein Gebäude, das ich bis heute scheiße finde. Von außen. Von innen sieht es extrem geil aus. Aber von außen sieht es halt ultra kacke aus. So. Ja, hat man hier so richtig schön Glaspalast. Wie gesagt, von innen sieht es halt ultra cool aus. Aber von außen. Und deswegen, seitdem ich dieses Gebäude gebaut hatte, habe ich nie wieder mit Glas gebaut. Weil ich immer das Problem hatte, von außen sieht es scheiße aus. ja. Genau. Und ja, ansonsten gibt es halt noch meine dritte Welt. Da weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, meine neueste Welt. Da habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Die Welt war die Welt, die ich dann noch relativ schnell abgebrochen habe, weil ich auf die nächste MyTest-Version umgestiegen bin. Das heißt, ich habe hier so eine kleine Bude. Sogar schon mein erstes Schifflein. Hier so einen kleinen Weg. Da geht dann hier so ein Weg lang hinten zu einem Steg. Es wird natürlich wie immer dunkel. Hier hatte ich dann auch fein säuberlich 4 Schiffe. Und dann hatte ich halt hier, ne, wie gesagt, hier so ist der kleine Abzweig zu meinem kleinen Häuschen. Hatte ich dann hier noch einen anderen Weg. Der Weg ist aber nicht fertiggestellt, der endet da hinten irgendwo, weil da geht's nicht, da ist noch nichts. Und ansonsten habe ich hier noch, da oben sieht man es vielleicht, noch so eine kleine Aussichtsplattform. Und auch da sieht man wieder, von außen sieht es total scheiße aus. Weil das Glas einfach draufgesetzt aussieht. Ja. Von daher war das dann meine letzte Welt. Und damit würde ich dann auch sagen, beenden wir dann auch mal dieses Video. Es hat sowieso schon komplett Überlänge. Aber das waren so meine Anfänge mit MyTest. Und der guten alten Version 0.4.10. In dem Sinne, schau mit V.